Wollen wir mal der Charon Bericht erstatten, hä? Da bist du also wieder. Und? Hast du herausgefunden, woher die Dämmerkristalle kommen? Es ist, eine lange Geschichte. Vielleicht gehen wir besser ins Archiv. Meine Güte. Falls ich jemals auf die Idee komme, in einer Ruine der Gefallenen herumzuschnüffeln, haltet mich davon ab. Armer. Nicht nur ein von Menschen gemachter Mutterkristall, sondern auch eine Esper. Das Studium der Gefallenen ist wahrlich eine Quelle nie endender Erfüllung. Die Wunder, zu denen sie in der Lage waren, erstaunen mich immer wieder aufs Neue. Uns haben sie ebenfalls ziemlich überrascht. Ziemlich ist wohl etwas untertrieben. Wir hatten nicht die geringste Ahnung, was uns erwartet, als wir diesen Turm betreten haben. Wir wussten nur von den alten Erzählungen. Von einem Volk, das in seiner grenzenlosen Gier die Götter selbst stürzen wollte. Und dem Geschöpf, welches wir im Turm gefunden haben, wäre das vielleicht auch gelungen. Omega. Das Ergebnis von endlosem Wissen und ungezügeltem Ehrgeiz. Eine gefährliche Mischung für alle Beteiligten. Und Ultima hat sie vernichtet. Vergessen wir nicht, dass er es war, nach dessen Geheimnissen sie trachteten. Dessen Entthronung sie anstrebten. Genauso wie wir ihn jetzt entthronen wollen. Ohne das Wissen der Gefallenen. Und ohne ihre Waffen. Clive. Die Macht, die mir verliehen wurde, übersteigt vielleicht sogar die ihre. Aber wenn ich sie auf die gleiche Weise nutze, wer weiß, ob mich nicht auch das gleiche Schicksal erwartet. Also bitte, Clive. Ich würde sagen, die jüngsten Ereignisse haben deutlich gezeigt, dass wir nicht wie unsere Vorfahren sind. Und das weißt du auch. Du hast recht. Ja, beim letzten Mal war gut. Wir haben Kristalle geschaffen. Wir zerstören sie. Mit ihrem menschengemachten Kern wollten sie Göttlichkeit erreichen. Aber das ist nicht der Weg, den wir gewählt haben. Nein. Wir wollen keine Götter sein. Sondern einfach frei. Ach, frei. Ich habe drei gelesen, aber ja, okay. Wer nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Deswegen werde ich alles niederschreiben, was ihr mir erzählt habt. Bis ins kleinste Detail. Auf das die, die nach uns kommen, von uns lernen können und vielleicht, nur vielleicht, unseren Nachfahren eine bessere Zukunft bescheren. Hey, Justin. Auftrag abgeschlossen. Echoes of the Fallen. Wirklich? Das war's? Na gut. So, wir können noch ein paar Dingsbums machen. Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht gemaxt habe? Gemeistert. Ja. Also ich bin mit meinem Favorite Moveset tatsächlich fertig. Ich würde aber gerne mal wissen, was für ein Level 49. Heute ging es mir tatsächlich nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt.
Charon hat was Neues. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange du kannst. Die Gefallenen haben es also geschafft. Ihren eigenen Mutterkristall, Herr Schneier, genützt hat es ihnen trotzdem nichts. Erst bringen sich die Götter gegenseitig auf, dann überlassen sie es ihren Nachfahren, die Misere wieder in Ordnung zu bringen. Das haben wir gern. Gut, dass sie im Waisenturm aufgeräumt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass da draußen immer noch bergeweise Dämmerkristalle geben, die auf ahnungslose Käufer warten. Wenigstens wird keiner von ihnen besonders lange halten. Und jeder, der versucht, sie als normale Kristalle bettelt geradezu darum, auf dem Marktplatz aufgeklärt zu werden. Diese Splitter sind... Nichts weiter als eine Kuriosität, ein Teil unserer Geschichte, nicht unserer Zukunft. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Runenklinge. Notenrolle. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich würde zwar nichts sagen, aber... Du machst mich noch arm, mein Junge. Hier können wir geldlos werden, tatsächlich. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Ich will mal gucken, ob ich mal irgendwas verbessern kann vom Dingsbums. Willst du was schmieden? Omega-Waffe. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Jawohl. Ich kann sie nicht verbessern. Nein. Oh gut, der Gefallenen. Das muss erstmal reichen. Ja, schon besser. Das muss erstmal reichen. Ja, schon besser. Jawohl, guck mal. Ist noch was? Ich würde sagen, das war ein sehr gut... Das war gut. Eine schändliche Verbindung von lebendigen Geweben und synthetischem Material. Alter, ikitikit. Gut, ich hoffe, dir geht's auch ganz gut soweit. Clives Zimmer. Was gibt's denn da noch? Da gibt's auch eine Nebenquest. Leg Jill flach. Ich weiß nicht. Final Fantasy war tatsächlich noch nie so. Du bist wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, das ist doch schön. Das ist doch in Ordnung. Es fühlt sich an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Nein, es war in einem anderen Leben. Der Nachmittag auf der Mannhöhe war unser erstes Abenteuer. Aber schon damals wusste ich einfach, dass es nicht unser letzter sein würde. Ich würde diesen Tag niemals vergessen und dass du ihn auch nicht vergessen hast, erfüllt mein Herz mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Freude. Seit dem Moment, als wir uns das erste Mal trafen, bist du ein unersetzlicher Teil von mir, meine andere Hälfte. Mein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bist du der Stern, der mich leitet. Du bist genau das, was ich brauche, alles, was ich brauche. Du bist mein größtes Geschenk. Jill. Oh, oh. Ich glaube, die haben uns gesaved. Ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Gav, wenn er es mit dem Bier... Wie, Torgal hat Probleme. Was hast du dieses Mal, Torgal? Der treueste Freund. Na siehst du, da fangen wir doch gleich mit dem Richtigen an. Was ist, Clive? Du kannst mir alles erzählen.
gar nicht fassen, dass du dich noch an diesen Tag auf der Mannhöhe erinnerst. Wir haben so viel verloren in den letzten Jahren. Aber unsere Erinnerung kann uns niemals jemand nehmen. Oh, guck mal, die lächelt. Die freut sich, ist doch schön. Wenn sie wirklich das Einzige sind, woran wir uns festhalten können, dann will ich mehr davon. Wenn das alles hier vorbei ist. Dann lass uns durch die Welt reisen und Erinnerungen sammeln. Ich werde sie hüten wie ein Drache seinen Goldschatz. Denn unsere gemeinsamen Erinnerungen sind für mich die wertvollste von allen. Die Jill ist super. Mir ist eingefallen, dass mein Vater einmal mir von einem großen Turm gleich hinter der Grenze erzählt hat, der eines Tages uns gehören würde. Jetzt ist mir klar, dass er nur den Weisenturm gemeint haben kann. Was hätte er wohl getan, wenn er dort drin, was er dort drin gesehen hätte, was wir gesehen haben? Der Gefallenen. Und Omega. Den Höhepunkt der Macht unserer Vorfahren, jene Macht, die sie ins Verderben trieb. Ich frage mich oft, ob die Macht unserer Esper nicht jener der Gefallenen gleicht. Können wir sie wirklich kontrollieren oder sind sie dazu bestimmt, uns zu zerstören, wie sie unsere Vorfahren zerstört hat? Ich wäre beinahe zum Opfer der Meinen geworden. Aber du hast mich gerettet und jetzt mit der Kraft unserer beiden Espern in deinem Herzen wirst du uns alle retten. Sei stark, Clive. Okay. Kann ich einfach rüberspringen? Oh mein Gott, der springt, da kann ja ich höher springen. Dann wollen wir auf den Achterdeck mal nach Torgal gucken. Man kann über sie sagen, was man will. Aber Charon hat dafür gesorgt, dass wir nicht mit leeren Regalen dastehen. Schon. Aber ewig werden die Vorräte nicht reichen. Was ist denn los, Hundi? Was hast du denn, Torgal? Was ist? Siehst du da etwas? Seit wann hast du eigentlich diesen Ring an der Pfote? Den hat er von Sid bekommen, als der ihn aufgenommen hat. So lange schon? Und trotzdem fragst du erst heute danach. Sid hatte damals gestört, dass Torgal die Angewohnheit hat, an der Pfote zu nagen. Also hat er ihm den Ring umgelegt, um es ihm abzugewöhnen. Ach, Torgal. Sicher war es Trennungsschmerz. Es war bestimmt ganz schön schwer für den Kleinen, sich auf einmal ganz allein durchzuschlagen. Vielleicht noch schwerer, weil er ein Frostwolf ist. Er braucht die Verbindung zu seiner Esper. Sid hat ihm immer gesagt, der Ring kommt erst ab, wenn du gefunden hast, was du suchst. Und schließlich hat er dich gefunden. Tut mir leid, Großer, dass du so lange warten musstest. Dann nehmen wir ihn jetzt ab. Ich glaube, er will ihn nicht hergeben. Klingt so. Sicher, weil er dich an Sid erinnert, oder? Dann kann er haben. Solange er nicht stört. Willst du, dass ich mitkomme? Sieh einer an. Du verstehst ihn besser als gedacht. Das ist doch mein Hund. Klar verstehe ich ihn. Nicht so gut wie du, Charon. Das ist doch unser Hund. Kein Wunder. Schließlich war ich es, die ihm all die Jahre Knochen besorgt und den Bauch gekrault hat. Und das hast du super gemacht. Du warst meine wahre Freundin. Dafür bin ich sehr dankbar. Nur weil er nicht so frech ist wie der Rest von euch. Und jetzt geht schon. Ich glaube, die Charon mag den Hundi. Dann geh mal voran, Torgal. Ein Frostwolf. Also gut, Torgal. Wo möchtest du hin? Ein bisschen mehr musst du mir schon helfen. Gib mir doch einen Hinweis. Es sei denn, das hast du schon getan. Auf dem Achterdeck. Da hast du nach Westen gesehen. Richtung Rosaria.
Willst du etwa zum Krähennest? Auf der Insel war ich seit fast 20 Jahren nicht mehr. Auf nach Port Isolde. Hoffentlich gibt es die Anlegestelle noch. Waren wir da nicht letztens erst? Wollen wir mal gucken, wo Torgal uns hinführen mag. Ja, ich hätte ja noch mehrere Sachen nehmen sollen. Glück gehabt. Du und dein wackelndes Arsch, Pikachu. Nur wir sind größer geworden. Wenn wir nicht reinpassen, musst du vielleicht schwimmen. War doch nur Spaß. Ihr beide könnt ohne uns gehen. Wir warten hier. Danke. Wir sind bald zurück. Also, komm, Torgal. So. So redet Justin bestimmt auch mit seinem Hund. So, Kleiner, jetzt esse ich dein Essen erstmal auf, um zu gucken, ob es gut ist. Ja, war nur ein Spaß. Ich würde es tun. Hier sieht alles genau wie früher aus. Torgal musste nicht schwimmen. Gleich hinter diesen Bäumen. Auf geht's. Rennen wir? Wer zuerst am Ziel ist? Ich glaube, da gewinnt der Torgal. Der ist ein bisschen schneller als du. Ein großes Baumhaus. Da wären wir. Unser geheimes Versteck. Weißt du noch, Torgal? Ich finde die Quest super, dass man jetzt noch mal ein bisschen mit seinem Hündchen oder beziehungsweise mit seinem Wölfchen zu tun hat. Hier konnte ich immer vergessen, wer ich war. Oder nicht wahr? Prinz, Schild. Ein Sohn, den die Mutter liebt. Hätte ich nur eine dieser Rollen erfüllt, wäre vielleicht... Was hast du, Großer? Dinge aus dem Schloss und... Vom Phönixtor? Hast du das hergebracht? Mein altes Holzschwert. Das ist jetzt das stärkste Schwert ever. Torgal. Du hast die ganze Zeit nach mir gesucht. Habe ich recht? Dieses Holzschwert nehme ich mit. Damit ich auch nie vergesse, wer ich bin.
Da geht's nicht zurück zum Boot, Torgal. Schon gut, schon gut. Ich komme. Ganz schön frech, der Hund. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Aber es hat er verdient. Ah, hier hatte man Ausblick aufs Schloss, ne? Alle sagen immer, wie wichtig es sei, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber ohne sie wären wir nicht, wer wir heute sind. Und wir wüssten nicht, was wir uns von der Zukunft wünschen. Komm, Torgal. Gehen wir zurück. Okay, war zwar jetzt nicht eine actionreiche Quest. Verkohltes Übungsschwert. Kavals Reißzahn. Aber es war eine schöne Quest. War zwar kurz und klein. Danke fürs Warten. Wir sind bereit. War aber schön. Tatsächlich. Ich glaube, ich kann da echt nicht mehr viel machen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt mit den... Ja, wir können jetzt nur noch das Monster hunten. Also Monsterjagd machen, eventuell. Ungewöhnlich, dass Hippokrates um Hilfe bittet. Ich frag mich, worum es geht. Ja, keine Ahnung. War eine coole Quest mit dem Torgal. War mal was anderes außer geh hin, besieg große Monster und fertig. Obwohl das jetzt auch nicht schlecht war. Da bin ich, Hippokrates. Ihr wolltet mich sehen? Ah ja, sicherlich fragt ihr euch, was es so Dringendes gibt. In der Nachricht stand, es ginge um Dion. Es klang recht persönlich. Nun ja, ihr müsst wissen, dass ich einst sein Lehrer war. Natürlich war das vor langer Zeit, bevor Sid mich aufgenommen hat. Damals zählte ich zu den führenden Gelehrten von Oriflam und stand in den Diensten des Kaisers, um die Bildung des Prinzen zu vertiefen. Als den zukünftigen Kaiser unterrichtete ich ihn in so gut wie allem. Geschichte, Religion, Handel, Staatsführung. Doch leider trennten sich unsere Wege, als Dion den Dragoons beitrat und seine staatsmännische Bildung nicht mehr erwünscht war. Ich hatte nicht erwartet, ihn wiederzusehen. Vor allem nicht hier. Wart ihr schon bei ihm? Nein, ich warte noch auf den rechten Moment. Geh doch einfach hin. Er wirkt immer so zurückgezogen, verloren in Gedanken, ganz so, als würde er mit Absicht die Einsamkeit suchen. Die Verbrechen, zu denen Ultima ihn verleitet hat, müssen ihn schwer belasten. Er gibt sich selbst die Schuld für alles, obwohl er weiß, dass die Verantwortung allein bei Ultima liegt. Als junger Knabe war es nicht Reue, sondern die Erwartungen anderer, die sein Herz bedrückten. Und diese Last trug er ganz allein, Tag für Tag, bis sie irgendwann unerträglich wurde.
Heute bedauere ich zutiefst, dass ich ihm nie mehr als mein Wissen schenkte. Denn was er wahrlich brauchte, war Freundschaft. Die Schuld für Dions Verfehlungen ruht so sehr auf seinen Schultern wie auf meinen. Verstehe. Ich will euch helfen, so gut ich kann. Dann bitte ich euch, mir einen wilden Wyvern-Zahn zu bringen. Kräuterheiler pochen schon ewig darauf, dass der Anblick dieser Blume innere Ruhe spendet. Natürlich nur, um sie teuer zu verkaufen. Und doch ist in solchem marktschreierischen Märchen meist ein Körnchen Wahrheit enthalten. Ein Versuch kann nicht schaden. Wo finde ich die Blume? Und wie sieht sie aus? Gezüchtete Wyvern-Zähne kennt ihr sicher. Die Liliengewächse, aus deren Wurzeln das Gift für das Mahl gewonnen wird? Nun, die wilden Exemplare sind nicht weiß, sondern violett. Je rauer das Land, in dem sie wurzeln, desto dunkler. Bei diesem Wasserfall im Rigmalmoor in Balut, dort wuchsen sie früher in Mengen. Ob sie es heute noch tun, kann ich nicht sagen. Aber wenn nicht, dann weiß auch ich nicht, wo ihr suchen müsstet. Keine Sorge. Ich werde schon eine finden. Vertraut mir. Danke, Clive. Doch bitte, gebt Acht. Warum? Na gut. Na gut. Jetzt will ich aber tatsächlich nochmal zu dem Plus. Freut mich aber ganz gut, dass wir uns jetzt hier auch gut ein bisschen mit den Ahnensachen verbessern konnten. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt ordentlich besser gewappnet als beim ersten Kampf gegen Ursprung. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Das haben wir für dich bekommen, Sid. Bitteschön. War's das? Chasia liegt ganz... Bis jetzt ja. Du hast es auch gehört, oder? Was meinst du? Das mit Dravost, Schledorns altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden. Es heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Natürlich helfen wir. Verhindern. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledorn Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein, lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. So, gehen wir erstmal dahin und dann nach Dravust. Mich hat tatsächlich mal so ein bisschen interessiert, was die Yuna in der letzten Zeit so macht. Ich habe jetzt auch schon seit einigen Wochen nichts mehr gehört von ihr. Aber ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Vielleicht bin ich einfach uninteressant geworden. Warum schon wieder eine Werbeunterbrechung? Wollt ihr mich verarschen? Kann doch nicht sein. Ah, Jill, Josh und Torgal. Ja, super, das ist doch... Kameraführung gefällt mir nicht.
Falscher Knopf. Na, ja, kann man trotzdem mal machen. So gerne ich still und den anderen hab, aber das war lustig. Genug. Ah, der ist stark. Da muss jetzt mir nicht jedes Mal Bruder hinter die Ohren klatschen. Das passt schon. Dieser Ort wurde wohl gleich zweimal überflutet. Violette Blumen neben einem Wasserfall. Die sollten ins Auge fallen. Ich mag die Skills. Schnee und Eis. Alter, der Phönix, ne? Also der Josh, der haut schon gut rein. Sind sie. Vielleicht nehme ich besser gleich mehrere mit. Ja, nehmen wir mal ein paar mit und dann ab nach Dravus. Dravust steht also noch. Das ist schon mal gut. Wer Hämmer schwingt, der kann auch Schwerter schwingen. Ich dachte nie. Was darf es denn sein? Gern. Danke. Das gefällt mir nicht. Clive! Na endlich! Die Musik ist... Wo sind die Akasischen? ...still und bedrohend. Noch irgendwo im Norden. Aber Doris' Leute erzählen die reinsten Schauergeschichten. Das sind wohl Unmengen. Ich hab Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht.
Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut gemacht. Willkommen zurück, Sid. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meistgeächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Können wir wieder auf dich zählen? Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davonschleichen. Ups. Schledorn. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Fuck. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Sultan, lang nicht gesehen. Witzig, was für alte Säcke aus uns geworden sind, was? Soll das ein Witz sein? Wie wäre stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Ach, Schledorn. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudumme Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen. Vulkan hat sein Leben so verschwendet, aber darauf hatte ich keine Lust. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und hab mich meinem Handwerk gewidmet, um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz, aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Weil wir sonst alle verhungert wären. Ernsthaft? Genug. Dass man da überhaupt einschaltet? Schlagt euch die Köpfe sind ein, das nicht meistens abgebrannte Stars, die selbst auch tatsächlich aus, pleite sind und sonst nichts anderes können? Nicht so sagen. Ja, naja, wo ich pleite, ja doch vielleicht. Tut mir leid, ich hätte mich nicht einmischen naja. Sollen. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber gib uns einen Moment. Ich brauche einen klaren Kopf, bevor ein Akasischer kommt, der ihn mir abreißen will. Ist jetzt nicht so tragisch. Zudem die Promis, die dort sind, ich weiß nicht, auch wenn sie abgehalfter sind, die kenne ich tatsächlich nicht wirklich. Einfach aus dem Aspekt, dass man sie nicht kennen muss. Alles die Promis, die niemand kennt. Ich kann mich auch an das erste erinnern. Die ersten 2 oder 3 Staffeln habe ich tatsächlich noch geguckt. Da hatten sie als Moderator noch den Dirk Bach. So einen kleinen, etwas kleinlich, dicklichen, rundlichen Kerl, der war aber ziemlich sympathisch war tatsächlich. Da habe ich noch ein paar gekannt. Ich glaube, bei der 3. Staffel haben sie dann Gina Wild mit ins Boot genommen. Das war eine Pornodarstellerin aus den 90ern. Beziehungsweise aus den 2000ern sozusagen. Das war vor allem die Pornodarstellerin, von der es ja halt so viele Videos gab. Die ich damals wirklich geguckt habe. Das war, ja. Da war ich 14. Mal halt mal vom also dann, Onkel die Videos geklaut. Bist du bereit? Ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und aber danach nur noch. Trotzdem sollten wir nochmal mit den Späheren reden. Böse Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, und ich glaube, Michaela Schäfer war da auch. Du mal. Und Sultan, so ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Wir haben immer so eine Zicke da tatsächlich. Wie nah sind sie? Schon fast an den Mauern. Und aus den Minen kommen immer mehr. So viel zu bösen Überraschungen. Da draußen werden unsere Männer heillos überrannt. Wir ziehen uns hinter die Tore zurück. Gute Idee. Kommt rein, aber haltet eure Waffen bereit. Alles klar. Wenn's hart auf hart kommt, kämpfe ich mit. Du hältst dich raus. Wir machen das. Sobald die Späher drin sind, verbarrikadieren wir die Tore. Ich kenne die meisten halt. Ihr Schmiede bleibt in oder euren gar Häusern. Keine mehr. Wenn ihr sterbt, ist keinem geholfen. August hat recht. Ich habe gesehen, was Akasische mit Rüstungen machen. Kräftige Schmiedearme reichen hier nicht.
Für diesen Kampf seid ihr nicht gerüstet. Ich gehe zu den Minen. Schließ die Tore, sobald ich draußen bin. Ich halte sie auf, solange ich kann. Und wenn du es nicht schaffst? Dann evakuiert ihr das Dorf. Aber das wird nicht passieren. Versprochen. Wollen wir es hoffen? Sorgt dafür, dass das Dorf noch steht, wenn ich zurück bin. Wir geben alles. Dafür lässt du dich auch nicht unterkriegen, ja? Alter, ich bin ein Dominus. Ich find's schade, dass man sich nicht verwandeln kann, so explizit. Oha. Na schön. Wer von euch will zuerst? Komm, greift an, ihr Lümmel. Ja, sollte reichen. Ich kann nichts sagen. Alter, der Josh. Warum sehen dem seine Skills so geil aus? Sind wir mal ehrlich. Die Skills vom Phoenix sind echt geil. Das Vieh war schneller tot als... War es das? Ella verhält sich wie eine blonde Chantal. Anscheinend nicht. Oha. Okay, der sieht geil aus. Heilige Scheiße. Ist das ein Ziegenkopf-Drachenlöwe oder was? Du kommst hier nicht vorbei. Gandalf zitiert, du kommst hier nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Mein Fehler. Alter Schwede! Also Jill und Josh gehen ab.
Chimera erlegt. Okay, das war cool. Ja, wir kriegen nicht mehr so viel Erfahrung. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich noch was bringt. Weil durch das DLC haben wir so starke Sachen bekommen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß gar nicht, es gibt aktuell echt gar kein Bin ich froh! Du hast es überlebt! Gar kein Fernsehformat, worauf ich mich wirklich explizit freue. Habe ich genug aufgehalten? Genug aufgehalten? Du hast das ganze Rudel abgemetzelt. Fast zumindest. Soll das heißen? Ja, ein oder zwei wollten über die Mauer. Aber keine Sorge, die sind nicht weit gekommen. Gut. Aber vergiss nicht, da werden noch mehr nachkommen. Irgendwann, ja. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Komm, wir gehen wieder rein. Tja, Soldat. Sid, hat man sowas schon gesehen? Gut, wir haben ja noch ein paar Spiele offen. Du hast da draußen ja wirklich alles zu Klump geschlagen. Die armen Viecher konnten einem fast leid tun. Wenn wir mit Final Fantasy 15 fertig sind, komplett. Sagen will ist, können wir eigentlich mit Hogwarts weitermachen. Dravost wird oder nicht vergessen, was du heute getan hast. Der Frieden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird. Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja. Ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein, aber wir bleiben trotzdem hier. Ätherfluten gibt es überall. Nirgendwo ist es mehr sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wir verstärken die Tore im Norden und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Und zu dir, Schledorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn, ich hätte dir eh nicht zugehört. Der Neid hat mich geblendet. Ich habe mich immer abgerackert und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaube, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht, ja, aber hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz Dalmekias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll, nur weil es schnell geht und Geld einbringt. Hier geht es keinem mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn. Damit Dravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebalg stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern ja sagen, aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Ich habe Leute, die sich auf mich verlassen. Die kann ich nicht hängen lassen. Mhm. Ich verstehe schon. Guter Mann. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das wäre schön. Sag Schnordi, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Schledorn, der Meisterschmied der Geächteten,
setzt sich für Dravost ein. Dass ich den Tag mal erleben würde. Warum merkt? Na, das lief doch nicht schlecht, oder? Sogar besser als gedacht. Das haben wir gut gemacht, August. Sid, ich hab hier was für dich. Okay, danke dir. Gebrochenen Amboss von Zoltan. Der gebrochene Amboss. Ein Zeichen der Dankbarkeit Dravosts. Aber ehrlich gesagt habe ich noch was viel Besseres für dich. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Ihr beide schon. Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingen schmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Dravost gelockt hat? Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was, wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Weißt du was? Ich glaube, da ist was dran. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Natürlich ist es das. Solange er unser Geheimnis wahrt. Gut. Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns eine Legende schmieden. Klingt an sich ganz gut. Ich habe nur die Befürchtung, dass es nicht so gut ist wie mein verbessertes Schwert tatsächlich. Sieht aber so aus, als wenn wir tatsächlich mit den Nebenquests fertig wären. Ich weiß halt auch nicht, was der zweite Teil der DLCs ist. Mit zwei Stories DLC, The Rising Tide. Erscheint im Frühling. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Normalerweise bin ich kein Ananas-Fan, aber die Ananas-Stücke hier in dem Lauchsalat mit ein bisschen Schinken und Käse machen sich nicht so schlecht. Nur ein bisschen viel gefühlt. Du kommst gerade recht. Wir wollten uns gerade an deinem Schwert zu schaffen machen. Schon witzig. Ohne dich wäre das alles hier nicht zustande gekommen. Erinnerst du dich noch an Kamil? Am Griff verwenden wir seine Ledertechnik. Dann kommt der Stahl. Den schmelzen wir in den Kohlen, die Sultan dir damals überlassen hat. Als nächstes schärfen wir die Klinge mit unserem importierten Wetzstein aus Übersee. Oh. Und um die Gravur kümmert sich der talentierte Sultan. Echte Gemeinschaftsarbeit. Unter der Führung des größten Schmieds aller Zeiten. Naja, erst müssen wir das noch über die Bühne kriegen. Also, ich wäre soweit. Dann mal ab an den Blasebalg. Kneif mich mal einer. Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe auch nie an euch gezweifelt. Alter Schwede. Das Schwert aller Schwerter. Ragnarök. Lorch. Hat auch einen geilen Namen.
Ach, stimmt. Nimm es. Bei dir kommt ja auch ist noch es in besten Händen. Danke. Darf ich mir nicht so viele Spiele vornehmen. Euch beiden. Tja, dann seid ihr hiermit die besten Schmiede der Welt, richtig? Was? Nein, wir haben hier nur die Lehren der alten Meister umgesetzt. Wenn wir Geschichte schreiben wollen, müssen wir schon mehr leisten als das. Aber auch das kriegen wir noch hin. Hier. Eine Materialliste. Sultan und ich hatten auf dem Rückweg von Dravost eine Idee. Wir dachten, mit diesen Sachen da könnten wir ein Schwert schmieden, das sogar Ragnarök übertrifft. Jo. Eine neue Legende für den legendären Geächteten. Ihr macht mich neugierig. Ich nehme die Liste mal an mich. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Hier jagt ja eine Legende die nächste. Wie wäre es mit einem Umtrunk? Aufstellerne Freundschaftsbande? Bevor ihr wieder an die Amboss rennt? Gute Idee. Ich habe mir schon lang kein Bier mehr gegönnt. Endlich gibt's hier mal was zu feiern. Hahaha, zapf die Fässer an! Vulkans Jungs sind im Anmarsch! Okay. Jetzt wird's langsam interessant. Ja. Oh, das Panzerschwert. Oh, wie cool ist das denn? Kein Zutritt, auch nicht für dich. Oh, schade. Achso, ja, Kaon. Okay, das ist cool. Das finde ich cool. Panzerschwert. Ist schön, aber es ist halt... Okay, war eine coole Hommage. Das mit dem Himmel? Jetzt dieser Kristall. Das Panzerschwert ist nämlich das Schwert von Angel von Final Fantasy Crystal Chronicles, Crisis Core, das wir auf der Switch gespielt haben, und es hatte dann Zack gegeben, wo dann Final Fantasy 7 dann... der Cloud mit rumeiert. Zu Hippokrates gehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder mit Sultan rede. Wir haben uns so lange gehasst. Und das täten wir immer noch, wenn du nicht gewesen wärst. Du bist mir ein wahrer Freund, Clive. Der Beste. Willst du was schmieden? Ist noch was? Jo. Alles gut. Da bin ich. Und ich habe eure Blumen gefunden. Wirklich? Ich glaube schon. Tatsächlich. Das sind Wyvern-Zähne. Eine davon wolltet ihr Dion schenken, oder? Soll ich ihn holen gehen? Oh, ich will euch nicht... Es dauert nicht lang. Ich bin gleich wieder da.
Schauen wir mal Dion, ha? Eure Hoheit. Darf ich euch bitten, mich zu begleiten? Jetzt? Ist es soweit? Nein, nur ins Archiv. Unser Historiker will euch sprechen. Meister Hippokrates? Nein, ich kann ihm nicht unter die Augen treten. Nach allem, was ich getan habe. Ich habe so viele Leben vernichtet. So viel zerstört. Weil ich schwach war. Ich habe geschworen, mich meiner eigenen Schuld zu stellen. Doch ich fürchte seinen Blick. Mein Spiegelbild in seinen Augen. Das, was aus mir geworden ist. Dann solltet ihr erst recht zu ihm. Redet mit ihm. Beweist euch selbst und ihm, wie stark ihr wirklich seid. Ihr habt recht. Zumindest schulde ich ihm wohl ein Wort des Dankes. Also gut. Führt mich zu ihm. Folgt mir. Sogar jetzt zögere ich, ihn anzusprechen. Was muss er von mir denken? Fragt ihn das selbst. Manche von den Szenen sind eigentlich geschichtlich so emotional, dass ich da gar nicht großartig was dazu erzählen möchte. Meister Hippokrates, ich bitte um Vergebung, dass ich meinen Studien damals den Rücken gekehrt habe. Eure Lesungen waren der Schlüssel zu einer Welt, die anders war als alles, was das behütete Leben im Palast mich gelehrt hatte. Ihr habt mir meinen Weg gewiesen. Ich werde euch ewig danken. Es gibt nichts zu entschuldigen, Hoheit. Ihr wart noch jung und hattet einen Vormund. Dass ihr hier vor mir steht, zeigt, was für ein Mann aus euch geworden ist. Nun würde ich euch gern etwas zeigen. Ist das ein Wyvern-Zahn? Was für eine ungewohnte Farbe. Dies ist ein wilder Wyvern-Zahn. Die rauen Gefilde, die sie beheimaten, verleihen dieser Art ihre besondere Färbung. Im Wuchs entspricht sie ihren gezüchteten Artgenossen, doch in der Blüte zeigt sich, wie anders sie sind. In dieser Blume sehe ich euch, eure Hoheit. Ihre Wurzeln, wie die aller Wyvern-Zähne, sind voller Gift. Doch was sie ausmacht, ist ihre eigene, eigenwillige Schönheit. Nehmt diese Blume, auf dass sie euch immer daran erinnert. Meister Hippokrates, gewährt mir eine Bitte. Behaltet sie, bis ich meiner Pflicht genügen konnte. Erst dann werde ich ihrer würdig sein.
ihr wünscht, Hoheit. Ich werde euch so lang hier erwarten. Unsere Wurzeln machen uns nicht aus. Kein Wunder, dass eure Mutter ihn nicht mochte. Das ist für euch, dafür, dass ihr mir den Rücken gestärkt habt. Ich werde es nicht vergessen. Okay. Lief nicht so wie geplant, alter Meister. Danke, Clive. Oh, okay. Ohne euch hätte ich mich vielleicht nie zu diesem Gespräch überwunden. Die Wyvern-Zähne pflanze ich ein. Besser gesagt, ihre Samen. Ich darf seine Hoheit nicht enttäuschen, wenn er zurückkehrt. Hoffen wir, die Erde hier entspricht ihren Vorlieben. Ah, diese Blumen blühen selbst in der Ödnis von Valut. Da wird Nigels Garten ihnen sicher zusagen. Um tiefem Dank Ausdruck zu verleihen, sind Worte oftmals nicht genug. Hier. Eine Stolas-Feder. Genauer gesagt, meine Stolas-Feder. Eine Eule, so heißt es, merkt sich alles, was sie je erlebt, in ihren Federn. Sie stecken voller Geschichten, die zu Papier gebracht werden wollen. Okay, das klingt komisch. Möge sie euch eine Hilfe sein. Legst eines Tages, wenn ihr in einem Sessel sitzt und eure Memoiren schreibt. Und dann nix die Federn. Schreib. Dann hoffe ich. Ich lag in einem Regal und habe gewartet. Danke, Hippokrates. Dass mich jemand zum Schreiben bringt. Dieser faule Arsch sagt, ich soll es selbst machen. Fick dich. Das wäre dann meine Feder. Barmutsgnade. Oh, um 6 Sekunden. Oh, das können natürlich auch. Aber die Accessoires. Viel zu viele Accessoires, die ich gerne anziehen würde. Viel zu wenig Plätze. Tja, ich würde sagen. Bis im Frühjahr der nächste Part rauskommt, sind wir jetzt durch. Wollen wir das Ende nochmal machen? Ich fürchte, dass ich selbst etwas Nachhilfe darin bräuchte.